Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta Replaycast. Heute in einem ZVT auf der Orbitalwerft und ich denke, wir fangen mal direkt an mit der Begrüßung, denn hier links unten gespawnt ist der rote Zerg, es ist Blei. Und rechts oben sein Kontrahent im schönen Türkis, der Terraner. Es ist Beastie Cutie. Okay, und wir machen natürlich mal direkt die Production auf. Wir sehen hier ein Depot. Wir sehen zwei Overlords. Alles also ganz normal. Und wir sehen hier bei 17 Supply nimmt also jetzt Blei seine Echse. Seine Natural Expansion. Die ja hier schön auf der Ma Map versteckt ist, sozusagen hier unter der no im normalen Eingang. Muss ich mir auch mal merken, mit 17 macht das also ein Blei. Wobei, ob jetzt Blei der beste Spieler ist, um Build Orders zu lernen, weiß ich jetzt nicht. Denn er ist ja schon dafür bekannt, dass er mal so ein bisschen was Außergewöhnliches zeigt. Aber das werden wir uns dann mal gleich anschauen. Beastie Cutie schaut hier erstmal nach einer Proxy Hatch, so wie es aussieht. Blei muss man ja alles zutrauen. Und dann scoutet er hier weiter. Wir sehen hier, das Ganze war ein Best of Three in irgendeinem Cup. Ich weiß jetzt gerade nicht welchem. Ist auch egal. Ich werde allerdings alle Matches davon casten. Mindestens zwei sind es ja. Eventuell drei, wenn das hier auf ein Unentschieden, auf ein 1-1 hinauslief. Das weiß ich selber noch nicht genau. Auf jeden Fall scoutet Beastie Cutie jetzt erstmal Main Base ab. Spawning Pool ist im Bau. Gas hat er auch schon genommen. Das könnte sogar fast aufgehen, dass er genau 100 Gas gesammelt hat hier. Man startet hier mit 2000 Gas, wenn der Pool da ist, und dann könnte er direkt. Oh. Dann könnte er direkt hier Speed eindrücken. Bisschen musste er warten. Ja, müsste aber schon machen können. Macht er aber noch nicht. Wir sehen hier, er hat über 100 Gas. Jetzt hat er es. Aber das Ganze liegt hier. Dieser Chat-Text lag natürlich daran, dass es hier ein Replay ist. Okay. Da versucht er hier die dritte zu denyen, der Beastie Cutie. Weiß ja auch, wie er es machen muss. Schöner Mikrokampf hier. Aber über kurz oder lang wird natürlich hier doch die Hatchery gebaut werden. Und währenddessen kommen hier die ersten Vierlinge. Die werden wahrscheinlich auch mal rüberfahren, wobei das nicht erfolgreich sein wird. Beastie Cutie allerdings hier direkt mit zwei Command Centern, die er dazu nimmt. Beide Echsen nimmt er gleichzeitig, um natürlich hier möglichst gierig davon zu kommen. Zwei Reaper währenddessen. Damit kann er den, glaube ich, schon sehr unter Druck setzen, den Blei. Hat hier nur zwei Zerglinge zu Hause. Die anderen zwei rennen dort gerade über die Map. Aber gegen Queens macht das natürlich sehr wenig Schaden. Die KD-Munition hier hat natürlich die Queen einmal schön durch die Gegend geschleudert. KD-8-Ladung. Aber das bringt ja auch nichts. Hat Blei gleich Speed, baut allerdings keine Linge im Moment, sondern immer nur Drohnen. Einfach immer weiter Drohnen, ist jetzt auch schon im Worker Count vorne mit vier Drohnen im Vorteil, allerdings mit Doppel Command Center beziehungsweise Doppel Orbital wird das schwer werden. Beastie Cutie baut weiter Reaper, hat ja schon vier Stück, dann kommen jetzt gleich sechs Reaper dazu, also insgesamt kommen dann zu sechs Reapern. Und die machen schon hier viel Schaden. Die Brutstätte ist hier ordentlich unter Beschuss. Und wenn Blei hier nicht aufpasst, dann werden die den crushen hier. Währenddessen macht er allerdings hier auch ein bisschen Schaden. Wird allerdings geklärt von Reinforcements der Reaper. Sprengt hier jetzt die Linge durch die Gegend. Sehr schönes Micro hier von beiden Seiten. Die Hatchery hat überlebt. Da wurde jetzt auch weiter drohen. Hat jetzt den Roadrunner gesetzt. Und Beastie Cutie zieht sich hier zurück. Allerdings noch alle sechs Reaper am Leben. Baut jetzt allerdings Marines. Hat allerdings noch kein Stim angefangen hier bei 4 Minuten 20. Rennt hier rein, sieht kein Leertag immerhin. Sieht allerdings nicht den Roadrunner. Den hat Blei nämlich in weiser Voraussicht hier an der Natur gebaut. Attack möglichst breit verteilen. Overlord wollte hier natürlich sehen, was in der Terran-Basis so passiert. Das weiß Beastie Cutie allerdings zu verhindern. Diesen Overlord könnte er sogar bekommen, glaube ich. Ja, die Marines sind ein bisschen spät. Und verbuggen jetzt auch noch so halb. Aber trotzdem reicht's. Okay. Blei ist allerdings hier absolut nicht im Supply-Block. Hat hier fast 40 Supply frei. Baut einfach mal 11 Drohnen gleichzeitig.
So ist das mit Zerg. Die bauen ja immer schön in Wellen. Creep lässt noch einigermaßen switchen übrig, sollte aber gleich vernünftig voranschreiten. Nicht connected, die Natu und die Main Base. Also da könnten Drops nachher schon ein bisschen Schaden machen. Hier kommen jetzt allerdings beide Gas hinzu. Der Leertech ist im Bau. Auf der anderen Seite der Gegend ist Stim halb durch. Auf wen hat er denn da geschossen? Ich weiß es nicht. Hier fliegt allerdings nochmal der Overlord rein. Der wird allerdings nicht viel sehen. Jetzt vielleicht, dass hier der Reaktor war, aber ich glaube, er hat nicht gesehen. Ja gut, aber er kann sich wahrscheinlich denken, dass da der Starport ist. Wir machen hier extrem viel Schaden noch. Und immer noch ist diese Brutstätte echt angeschlagen. Verliert hier keinen einzigen, wie wir jetzt gleich den ersten wahrscheinlich. Aber hier, die beiden leben hier hart am Limit. Hatten, glaube ich, beide nur noch so 2 Hitpoints. Jetzt sind allerdings die ersten Roaches da. Mit dem sollten die Reaper es wohl nicht aufnehmen können. Können ja vieles, aber das dann nun doch nicht. Interessanterweise hat er keine Aliens gespielt, der Beastie Cutie. Baut hier direkt das Tech Lab an. Die Factory wird da wahrscheinlich gleich Panzer bauen. Parallel kommen hier Medivacs dazu. Und Bio. Ziemlich viele Marines stehen hier schon rum. Hat hier auch 3 Bunker zur Verteidigung errichtet. Wahrscheinlich um hier seine Gear trotzdem zu schützen. Denn er hat ja sehr, sehr früh viel Eco. Hat er auch jetzt noch 60 zu 64 Arbeiter. Das ist schon ganz gut. Ist hier voll saturiert, überall voll saturiert. 16 von 16 Arbeitern, 3 im Gas. Gleiches wird hier gelten. 13 von 14, gut. Der eine ist dann auch egal. Da kommt der erste Panzer. Und BCQT macht sie jetzt mal auf die Map hier. Die beiden Medivacs fahren ein bisschen blöd, aber Zerg hat jetzt zum Glück am Anfang keine Möglichkeit, die Medivacs irgendwie zu bestrafen, dass sie hier so komische Wege fahren. Bio ist hier den anderen Weg gelaufen. Alles nur Marines. Kein einziger Marauder. Doch, da ist einer, der sich versteckt hat. Creep ist allerdings hier schon ziemlich weit. Jetzt gleich nicht mehr, denn er wird hier zurückgedrängt. Hier ist auch kein weiterer Tumor außenrum. Das kann er sehr gut zurückbleiben. Hat hier auch noch nicht gestimmt. Hier morphen alle möglichen Bandinge. Allerdings ist da kein Upgrade für die Bandinge. Jetzt geht's hier drauf. Der Surround wird hier versucht vom Blei, aber die Security lädt einfach ein. Hat allerdings, glaube ich, deutlich mehr verloren, oder? Ja, sieht man hier deutlich. Hat Mineralien mehr verloren. Und das war am Anfang sicherlich anders mit den Reapern. Also wahrscheinlich hat er in diesem Engagement noch viel mehr verloren. 1-1 ist hier gleich durch von Blei. Das Ganze allerdings auf Seiten des Terraners auch. Da tun die sich nicht viel. Das wird jetzt in 10 Sekunden auch kommen. Hier sehen wir es. Die Kampfschilde sind auch noch nicht da gewesen. Die hätten im Fight wahrscheinlich auch was ausgemacht. Ich frage jetzt, wenn die Mutas kommen, da sind sie schon auf dem Weg. 7 Stück an der Zahl. Währenddessen das Upgrade für die Bandinge, damit sie sich gleich schneller bewegen können. Das sehen wir gleich, vermutlich auch noch in Aktion. Das ist jetzt gefährlich hier. Lädt ein, sehr gut. Das Ganze findet hier immer noch auf Creep statt. Da hat Blei jetzt doch gute Arbeit geleistet, den immer wieder nachzusetzen. Und hier vorne ist der Creep schon ziemlich weit. Er hat hier schon seine 4. im Bau. Geht allerdings auch an der Zeit, denn BCQT fliegt seine ja auch schon rüber. 8 Minuten sind wir hier schon im Spiel. Die Mutas nehmen es jetzt schon mit den ersten Medivacs auf. Aber da ist ein böser Reaper, deshalb zieht Blei seine ganze Armee zurück, um diesen einen Reaper zu schaden. Aber gut, ich will mal nicht so gemein sein. Hier oben steht nämlich noch ein ganzer Trupp an Bio, ein Medivac voll, und greift weiterhin an. Deshalb war es wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Entscheidung, da seine ganze Armee hinzuziehen. Nimmt hier allerdings das Medivac jetzt natürlich raus. Die Security dabei mit einem Sensorturm, und damit sieht er hier immer, wenn irgendwas in diesem Radius sich bewegt. Droppt hier jetzt sehr schön seine Tanks. Das ist ja was Schönes, was man hier in Legacy of the Void machen kann. Blei hier allerdings mit schon relativ viel Mutas. Schauen, ob er jetzt hier zum Surround ansetzt. Hier ist noch immer der Reaper, der nach Exen scoutet. Oh, die Mutas müssen aufpassen. Einer lebt hier sehr, sehr gefährlich. Security jetzt gedroppt hier, hat seine Tanks direkt ausgeladen. Jetzt geht's hier allerdings drauf von Blei. Oh, sehr unübersichtlicher Kampf. Im Moment sieht es noch besser aus für Blei, würde ich sagen. Aber da steht noch ganz schön viel von BCQT. Die splittet er wunderbar. Aber es reicht insgesamt nicht. Da muss er sich zurückziehen. Die Medivacs sind hier auch schon klinisch tot. Und sind dann auch stehen geblieben. Eins hat noch überlebt, aber auch das gibt jetzt gleich den Geist auf. Sehr gut. Hat allerdings hier
makrotechnisch trotzdem weitergemacht. Man sieht das hier immer schön, wie die Terraner hier Makro und Bohrkrallen für die Widowmines werden gebaut. Das Level 1 Upgrade für die Panzerung der mechanischen Einheiten. Der Reaper fährt hier immer noch hin und her. Ist der auf Patrouille? Ja, der fährt immer noch hin und her. Währenddessen der CRK hat ziemlich viele Linge nachgebaut, hat natürlich in diesem Fight viel verloren. Insgesamt sollte es, ja, der Terran hat immer noch mehr verloren. Das ist immer noch dieser leichte Vorteil, den er da hatte nach dem ersten Kampf, weil ihn, glaube ich, ein bisschen sogar ausgebaut hat. Hier rollen jetzt währenddessen die Banelinge durch die Gegend, immer mal die Armee auf Trab halten. 1-1 ist schon lange durch, 2-2 ist gleich durch für den Terraner, 2-2 ist allerdings gerade erst angefangen für den Zerg. Da hat Blei wohl ein wenig geschlafen, beziehungsweise die Ressourcen lieber für Mutas ausgegeben. Dass so die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Hier geht es allerdings drauf, dann auf die vierte. Sehr gut gesplittet. Jetzt kommt allerdings hier der Full Surround. Hier geht es drauf von allen Seiten. Zerg und alle Terraner hier geben dem Geist auf. Droppt jetzt hier allerdings schön nochmal weg. Lädt er nochmal aus, wahrscheinlich in der Mainbase. Allerdings ist das sehr gefährlich, denn da kommen die Mutas. Diese beiden Dropships werden auch nicht mehr überleben. Und ja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Für den Beastie, der sollte dann noch mehr verloren haben, denke ich. Genau, jetzt sind wir hier schon auf einem Vorsprung von 1000 Ressourcen. Und die Medivacs, das ist ganz ärgerlich. Medivacs, Widowmines, die graben sich immerhin schnell ein. Oh, das würde... Oh, das war ein schöner Hit, der Widowmines. Da muss er sich hier dann doch wieder zurückziehen. Auf einmal hier Beastie Cutie mit der besseren Armee. Und wir sehen hier insgesamt 82 zu 77, das Army Supply ist ausgeglichen. Und Beastie Cutie hier auch schon mit seiner fünften am Start vor dem Zerg. Und ein Terraner, der mehr Basen hat als ein Zerg, das möchte der Zerg sicherlich nicht haben. Das ist sehr gefährlich für ihn. Will jetzt hier die fünfte nehmen, muss jetzt vorher die Marines clearen, das wird er wohl schaffen. Die Armee von Beastie Cutie bewegt sich hier aber weg von seinen Basen, lenkt immer weiter den Zerg ab. Das ist ja das, was man immer machen sollte. Möglichst seine Army traden und möglichst gut traden natürlich, aber vor allen Dingen auch den Zerg auf Trab halten, nicht, dass er einfach hochmakronen kann. Gegen eine Planetary kann der Zerg relativ wenig machen mit wenig Aufwand, aber hier geht es jetzt wieder drauf. Wo sind denn hier Tanks? Es gibt keine Tank-Unterstützung, nur Bio und Mines. Allerdings kriegt er hier kaum Connects. Das war eigentlich mal ein guter. Ich glaube, der Trade war gar nicht so schlecht für Beastie Cutie. Supply ist allerdings gleich. Das ist dann schon wieder eher schlecht für den Terraner. Hier backt, glaube ich, gerade die Anzeige rum, weil 0 Army Supply wird wohl der Zerg nicht haben. Wir sehen hier nämlich seine ganze Army schon. Die ersten Ultras sind dabei. Die sind natürlich sehr stark, haben allerdings nur 2-2. Das ist nicht so stark. 2-2 ist natürlich ein bisschen sehr wenig. 3-3 ist allerdings im Bau. Nee, das stimmt gar nicht. Das Ultra-Upgrade ist im Bau. Und die Adrenalindrüsen. Aber 3-3 fehlt ihm. 3-3 hat er noch nicht angedrückt. Hive muss er ja schon haben, sonst könnte er keine Ultralisken bauen. Hat er das einfach vergessen hier? Evolution-Schema machen nichts. Allerdings hat er dann jetzt... Was hat er denn dann für Upgrades? 6-2 bekommen die. Die bekommen plus 4 für die Panzerung mit dem Chitin-Upgrade. Die Security baut währenddessen einen Liberator, nimmt hier gerade das Upgrade für, was ist denn das? Hochleistungstanks. Trankstoffreserven der Medivacs, wodurch der Nachbrenner 50% länger wirkt. Okay, Upgrades, die sehr selten erforscht werden, würde ich sagen. Aber wir sind hier auch schon bei 13 Minuten. Da war das letzte Spiel, was ich gecastet habe, schon lange zu Ende. Und hier ist bei Vibe noch kein Sieger zu erkennen. Supply relativ ausgeglichen, Blei jetzt ein bisschen vorne, ist quasi gemaxed. Mit 120 Army Supply und vor allen Dingen auch mit vielen Ultralisken. Hat jetzt auch zwei Infeste als Support. Wo, aber das ist doch nicht seine gesamte Armee, oder? Die Ultralisken kämpfen hier gegen Liberator. Das habe ich so ein bisschen verpasst. Liberator natürlich sehr, sehr gut gegen Ultralisken. Die geben hier den Geist auf und Beastie Cutie wird jetzt diese Echse auch finden. Aber jetzt kommt sie erstmal zum Kampf. Die Ultralisken greifen schon an, Liberator allerdings natürlich mit einem Riesenschaden gegen Ultralisten, wir sehen es hier, eigentlich mit einem Riesenschaden gegen alles. Ich glaube 85 machen die, ja, das sehen wir so nicht, müssen wir eben warten. 90 sogar, okay. 90 Schaden, weil die schon ein Upgrade haben. 85 ist glaube ich der Grundschaden.
Okay, die Basis wurde rausgenommen. Hier ist noch eine. Allerdings ist ja auch schon ein Marauder. Na gut, das wird wohl nicht so viel machen. Gegen die Liberator hat hier Bly kaum eine Antwort. Er hat probiert hier zwar mit seinen Corruptern den Ton anzugeben. Was ist denn hier so zerbrochen? Meine Güte. Das ist noch nicht so ganz von Erfolg gedröhnt. Hier kommt jetzt schon die nächste Basis für BCQT, der jetzt hier sich damit schon fast die Hälfte aller Basen gesichert hat. Fehlt nur noch eine hiervon. Den Gold. Hier geht es allerdings wieder auf den Kampf. Immer weiter drauf. So, aber solange BCQT hier in der defensiven Position mit den Liberatoren und den Widowmines bleibt, glaube ich nicht, dass da Bly viel machen kann. Auch wenn er hier gut entwickelte Ultralisken hat, die auch gleich 3-3 haben. Also, beziehungsweise 7-3 dann, ja. Die Ultralisken kämpfen hier schön gegen die Bio, während die Corruptor hier so ein bisschen rumfliegen. Wir müssen jetzt aufpassen, denn die Mines lösen gleich wieder aus. Ja, sehr gut. Hat er nochmal geklumpt extra, damit sie noch mehr Schaden nehmen. Muss jetzt halt eigentlich irgendwie auf diese Liberator fokussieren. Aber immer weiter rückt hier BCQT mit seinen Liberatoren vor. Währenddessen gibt es hier gerade einen kleinen Kampf. Muss uns hier auf alles konzentrieren. Die Basis wird hier auch angegriffen. Versucht, die Planetary zu verhindern. Hier gibt es allerdings den Hauptkampf. Oh, und da ist er richtig reingerannt. Die Ultranisten nehmen einen Riesenschaden. Sterben hier nacheinander weg. Gegen Ultralisten dürfen auf keinen Fall hier in das Feuer der Falken reinfliegen, wie wir hier schon sehen. Vikings kann allerdings hier mit seinen Corruptern rausnehmen. Upgrade-technisch sehen wir hier auch, er hat Air Weapons, der Terraner. Das hat Bly hier nicht. Die Basis wurde allerdings gecrashed, so wenn ich das richtig sehe. Das ist leider ein bisschen untergegangen hier währenddessen. Geht sehr viel gleichzeitig hier ab. Doch, er fliegt einfach hier ein Orbital davon. Okay, es ist aber keins seiner Hauptorbitals. Einfach eins, was er noch so rumstehen hatte. Warum nicht? BCQT schnürt hier währenddessen immer weiter den Gürtel enger. Jetzt hier wahrscheinlich eine Parasitenbombe, genau. Macht hier, oh, aber Vipern gegen Minen zu verlieren, macht halt auch echt keinen Spaß, glaube ich. Immerhin sterben die Vikings, aber das war natürlich nicht so das Wahre. Hier ist auch noch ein Falke gestorben, mein Liberator. Jetzt sind die Liberator allerdings hier schon in Reichweite der Drohnen und die Ultralisken bekommen auch kaum noch Schaden. Broodlords jetzt hier im Angriff. Die sind, glaube ich, ganz gut dagegen. Die lenken nämlich natürlich hier relativ viel ab. Oh, es gab so relativ viel Friendly Fire da sogar noch. Die Alien Units. Hier laden gerade zwei Medivacs ein. Fliegen los. Musste der auch weg. Stehen ziemlich viele Dinge rum. Ultralisken weiter im Bau. Allerdings der Terraner hier auch mit einem kleinen Drop schon unterwegs, der jetzt hier geklärt wird von den Lingen. Level 2 Upgrade für die Schiffswaffen sind auch schon da. Das heißt, die machen jetzt noch mehr Schaden, die Liberator gleich. Und jetzt geht BCQT auf diese Basis, hat hier unten dann die Position aufgegeben. Und möchte jetzt hier das Mining denyen, nachdem er ja das hier schon erfolgreich denied hat. Nimmt hier auch die Hatchery raus. So wie es aussieht. Ist jedenfalls nichts in der Nähe. Dieser eine Ultralist macht aber schon viel Schaden. Hier sehen wir, warum diese Ultralisten so stark sind. Aber gegen Liberator haben sie natürlich keine Chance, weil sie nicht in die Luft schießen können. Ehrlicherweise, die Hatchery ist gefallen. Währenddessen ist BCQT hier schon unten wieder. Nimmt auch die Basis wieder raus. Stutter Step hier rein. Volle Macht des Terraners genutzt. Ein bisschen wenig Medivacs hier, um genau zu sein. Eins. Das kann natürlich diese Armee nicht mehr hochheilen. Aber Bly ist natürlich sehr immobil hier mit seinen Ultralisken. Broodlords hat er keine mehr. Die sind alle gestorben, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Ja, sind keine mehr da. Und diese Ultralisken sind auch alle klinisch tot. Aber da hat jetzt von der Viper hier der Schleier gesessen, glaube ich. Genau. Ja, Einheiten konnten dort kurzzeitig nicht mehr schießen. Oh, das Doppelduell jetzt hier sozusagen. Alle Einheiten haben kaum noch Hitpoints, aber das überleben dann doch die Ultralisken. BCQT lädt aber direkt wieder neu ein. Mit drei Medivacs hier also schon. Überall schießt mal wieder so eine Widowmine durch die Gegend. Bly jetzt auf dem Vormarsch das erste Mal wieder seit langem, dass er versucht, BCQT das Leben schwer zu machen und nicht einfach nur versucht zu überleben. Hier aber jetzt viel Flächenschaden auf die Corruptor. Doch, das reicht nicht. Es war nur ein Liberator in der Nähe. Die Vikings selbst verlieren hier aufgrund ihrer geringeren Anzahl gegen die Raptor. Währenddessen rennt BCQT hier oben wieder rein. Holt wieder die Mine.
attackiert die Hatchery. Blei jetzt eigentlich nur noch, eigentlich bleibt er gar nicht mehr. Hier in der Main ist die Security auch am Werke. Geht jetzt gegen den Spawning Pool, das heißt, er kann jetzt auch keine Linge mehr bauen. Wird jetzt den Greater Spire noch fokussen. Keine Mutas, keine Corruptors, keine Broodlords mehr. Und das Bending lässt auch noch raus. Also er verliert jetzt hier massiv an Tech. Währenddessen hier sind alle Drohnen draußen. Income ist nur noch hier über Long Distance Mining vorhanden. Wir sollten das ja auch deutlich absehen. Nur noch 160 Mineralien, die hier gemeint werden. Und die Army sieht auch schon ziemlich schwach aus. Null. Ich hoffe für BCQ, für Blei, dass das nicht der Fall ist. Nein, er hat noch 3 Ultralisten, 4 Versorger. Aber selbst der Hivetech geht hier down. Langsam muss er wirklich mal was dagegen tun. Die Dropships hier zu clearen hilft auch nicht so direkt, weil er muss ja auch die Units rausnehmen. Ultralist Kevin hätte er noch gut rausnehmen können. Das wäre gut gewesen. Aber der Hivetech ist jetzt auch draußen. Jetzt kann er nicht mal mehr was gegen Minen tun, die irgendwo da sind, weil er keine Overseer mehr morphen kann. Zum Glück hat er keinen großartigen Tech verloren wie die Ultralisken-Höhle, sodass er immer noch weiter Ultralisken bauen kann. Er hat nur T1-Gebäude verloren, glaube ich, sonst. Außer den Greater Spire natürlich. Hier ist er wieder am Werk, der BCQT. Und ich würde sagen, jetzt ist das Spiel schon deutlich in seine Richtung gekippt. Allerdings hat er auch schon dauerhaft den Ton angegeben. Das fing schon mit den Reapern an, am Anfang des Spiels. Und hat dann nie nachgelassen, Blei unter Druck zu setzen. Und das scheint hier von Erfolg gekrönt zu sein. Hat jetzt hier sogar eine Mine eingegraben. Das heißt, sobald da eine Drohne angefahren kommt von Blei, wird die direkt getötet werden. Hier liegt auch noch eine. 14 Drohnen hat Blei im Moment noch. Meint nur hier, seine Army ist das hier und diese Viper. So wie diese Corruptor. Gegen eine Armee. Ihr seht es hier schon, das ist nicht mal die gesamte Armee, denn hier sind schon 4 Widowmines eingeladen. Außerdem laufen hier noch überall Marines über die Map. Hier steht noch was rum. Hier steht ein defensiver Tank, Planetary Fortresses, überall Mining ins Unendliche. 42 Worker gegen 18. Income mehr als das Doppelte. Das sieht nicht so gut aus für Blei. Versucht sich allerdings hier noch wieder aufzubauen. Baut den Pool wieder, weil kann eigentlich im Moment nur Drohnen bauen. Wenn man seine Vision gehen. Das sieht man trotzdem nicht. Währenddessen hier schon wieder Drop am Werk. Diesmal auf die Ultralistenhöhle. Die wird er jetzt wahrscheinlich rausnehmen. Wobei sich Blei im Moment gar keine Ultralisten leisten könnte. Ich kann nur den Roach Run fokussieren. Wobei Roaches nicht mehr gebaut werden. Oh, Ultralisten wird er aber auch bekommen, wenn er da hinterher rennt. Aber jetzt hier die Investoren. Aber selbst die haben nicht richtig getroffen. Der Ultralisk wird... Oh, das ist ein enges Duell, aber es reicht gerade so für ihn. Währenddessen verliert allerdings Blei alle seine Worker durch Widowmines. Habe ich wieder schön aufgepasst. 9 Kills, 2 Kills, 6 Kills auf den Widowmines. Und ja, clearen kann er die nicht, weil er wird keine Detection bekommen in naher Zukunft. Hat nicht mal einen Leertag. Versucht jetzt hier mit den... Oh... Ja, das waren dann seine letzten Drohnen. Hat er noch... Ja, er hat noch genug Mineralien, um wenigstens noch einmal Drohnen zu bauen. Er kann natürlich hier immer mit dem Pilzbefall weitere Einheiten aufdecken. Aber das ist auch seine einzige Möglichkeit hier. Eine Widowmine liegt hier noch mit 8 Kills. 2 Drohnen sind im Bau. Income. Jetzt nur noch ein Zehntel von dem. Und eigentlich kann er da rausgehen. Ich weiß nicht, was da Blei noch so lange drin bleibt. Aber ich denke, BCQT wird es hier jetzt den finalen Todesstoß geben. Man darf nicht vergessen, dass hier ist Game 1. Warum er dann so lange drin bleibt, das war ja nicht mal die Entscheidungspartie. Jetzt hier Mars Liberator, die jetzt hier gleich Mars nehmen werden, denke ich. Vorher vielleicht noch die, die Corruptor clearen werden. Muss natürlich hier ein bisschen aufpassen auf die Fungals, aber sollte BCQT hier nicht seine gesamte Armee fangeln lassen, sieht das sehr, sehr schlecht aus für... Ah, immerhin. Oh, das ist aber schön hier, diesen Schleier drauf zu legen. Jetzt muss er schnell die Einheiten auseinanderbringen. Denn das macht einen Flächenschaden innerhalb dieses Radius, wo das ist. Und das fliegt halt mit einer Einheit mit, auf die das Ganze gecastet wurde. Legt jetzt hier die letzten Liberator an. Und da verlässt Blei dann endlich das Spiel. Das Spiel ist auch definitiv over. Ja, und das war's dann für das erste Match. Jetzt kommt noch Teil 2 zumindest. Mal schauen, ob Blei hier im zweiten Spiel nochmal
für sich die ganze Sache rumreißen kann und zumindest ausgleichen kann. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich schaue dann auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir uns dann dem zweiten Spiel hier zwischen Blei und BCQT widmen. Darauf könnt ihr dann hier unten links klicken. Hier unten rechts gibt es ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.